Stellen Sie sich vor, Sie bekommen 2500 Franken auf Ihr Konto, ohne etwas dafür zu tun. Und das nicht nur einmal, sondern Monat für Monat. Was sich wie ein Gewinn im Lotto anhört, nennt sich bedingungsloses Grundeinkommen. Eine Idee nicht nur aus linken Kreisen. Lässt sie sich finanzieren? Tobias Bossart. Die Mondlandung 1969. Ein großer Sprung für die Menschheit. Der Fall der Mauer 1989. Was wenige für möglich hielten, wurde über Nacht Realität. Auch er hat eine Vision, die viele als Utopie abtun. Der Unternehmer Daniel Hani. Er fordert ein Grundeinkommen für alle. Am heutigen System stört mich, dass viele Menschen Sachen nur ausführen und gar nicht mit vollem Herzen und Bewusstsein dabei sind. Und das bedingungslose Grundeinkommen würde dann eine neue Tür öffnen, sodass man mehr bei der Sache dabei ist, die man wirklich machen will. Daniel Hani führt in Basel einen Restaurations- und Kulturbetrieb. Seit Jahren setzt er sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Sein Ziel? Nichts Geringeres als eine neue Schweiz. Um sein Ziel zu erreichen, hat Daniel Hani in Zürich einen Kongress organisiert. Zusammen mit einem Mitstreiter präsentiert er erstmals, wie das Grundeinkommen ausgestaltet werden könnte. Beim Grundeinkommen geht es nicht um mehr Geld, sondern um die Bedingungslosigkeit. Jemand, der 10.000 Franken verdient, erhält im neuen System 2.500 Franken Grundeinkommen und 7.500 Franken Lohn. Für ihn ändert sich faktisch nichts. Wer nicht arbeitet, erhält ohne etwas zu tun 2.500 Franken. Kinder und Jugendliche bekommen die Hälfte. Bei Einkommen knapp über dem Grundeinkommen wird es spannend. Verdient jemand 3.300 Franken, erhält er neu zum Grundeinkommen 800 Franken für einen Monat Arbeit. Das ist wenig Anreiz. Tja, würde der jetzt noch zur Arbeit kommen? Nein, meint Hani. Bei solchen Niedriglohnjobs müssten die Arbeitgeber höhere Löhne bezahlen. Das käme die Wirtschaft teuer zu stehen. Doch arbeiten die Menschen bei einem Grundeinkommen überhaupt noch? Ich würde weiterhin arbeiten, weil ich nichts anderes weiss. Ja, ich sage, ich würde sicher weiterhin arbeiten und auch schauen, dass ich über das raus würde. Mein Ego lässt es nicht zu, dass ich nicht arbeite. Erstens mal aus anderen Gründen arbeiten als nur dem finanziellen. Vielleicht einen Traum verwirklichen, vielleicht ein Geschäft aufmachen, kann ich Kleider verkaufen oder so etwas machen. Das würde gefallen. Oder? Ein Grundeinkommen von 2.500 Franken für alle Einwohner in der Schweiz ist nicht gratis. Daniel Hani rechnet mit Kosten von 200 Milliarden Franken. Davon sind 110 Milliarden heute bereits finanziert, als Bestandteil der Löhne. Denn wer arbeitet, bekommt auch mit einem Grundeinkommen gleich viel ausbezahlt. Weitere 60 Milliarden sind schon durch die heutigen Sozialleistungen finanziert. Die AHV und Teile anderer Sozialwerke werden überflüssig. Fehlen 30 Milliarden, die das Grundeinkommen faktisch kostet. Diesen Betrag will Hani über die Mehrwertsteuer finanzieren. So würde sich die Mehrwertsteuer von heute 8% auf 20% erhöhen. Für den ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sick ist die Finanzierung kein Problem. Wir haben so viel Geld. Wir können ein doppeltes Grundeinkommen finanzieren, für alle. Das ist eine Frage vom Willen. Absolut, vom politischen Willen. Grüezi, Herr Welleshoff, Daniel Hani. Das kann ich. Und was würden Sie sagen? Was ist denn Unterstützung erhält Daniel Hani auch von unerwarteter Seite. Von Klaus Welleshoff, dem ehemaligen Chefökonomen der UBS. Die Idee ist faszinierend, wenn man sie richtig durchdenkt, weil sie es uns erlauben würde, das äußerst komplizierte Sozialsystem, was wir haben, drastisch zu vereinfachen, weil es uns das erste Mal Transparenz geben könnte, zum Beispiel in die Frage der Existenzsicherung und eigentlich damit erst eine sinnvolle politische Diskussion ermöglichen würde. Heute sind wir in der Situation, dass alles so fürchterlich kompliziert ist, dass man ja Nationalökonomie studiert haben muss, promoviert sein muss, um das überhaupt nur ansatzweise zu verstehen, was da passiert. Auch der neoliberale Ökonom Milton Friedman wollte das Sozialsystem vereinfachen.
Der Wirtschaftsnobelpreisträger postulierte ein Modell, das dem Grundeinkommen gleichkommt, die negative Einkommenssteuer. Jemand, der viel verdient, muss Steuern bezahlen. Sein Einkommen reduziert sich. Jemand, der wenig verdient, bezahlt hingegen keine Steuern, sondern erhält vom Staat einen Zuschuss, die negative Einkommenssteuer. Wer nicht arbeitet, erhält vom Staat eine Art Grundeinkommen. Bei einer gewissen Lohnhöhe muss man weder Steuern zahlen, noch erhält man etwas. Damit ein Arbeitsanreiz bleibt, ist man immer besser gestellt, wenn man mehr arbeitet, bei tiefen Löhnen wie bei hohen. Die Besserverdienenden finanzieren die negative Einkommenssteuer. Es gibt eine Umverteilung. Milton Friedman wollte so alle Sozialversicherungen abschaffen und den Staat dadurch effizienter machen. Daniel Hani hingegen will jene Sozialleistungen beibehalten, die über dem Grundeinkommen von 2.500 Franken liegen. Also in den 70er Jahren, wo Milton Friedman das hat, vorgeschlagen hat, waren wir in einer totalen Wachstumsgesellschaft drin. Wir sind heute in einer ganz anderen Gesellschaft. Also ich denke, das ist ein veralteter Ansatz. Was ist ein schlechter Ansatz? Dass wir heute gar nicht mehr irgendwie können Gesellschaft weiterbringen, indem wir ins Masslose immer weiter wachsen. Ein Gegner des Grundeinkommens ist Weltwochechef Roger Köppel. Das Grundeinkommen ist eine Art Softsozialismus. Ich sage es jetzt etwas hart, einen Unsinn den Leuten zu verkaufen. Das würde ja den wesentlichen Anreiz, das, was unser Leben im Wesentlichen ja auszeichnet, nämlich den Druck, produktiv sein zu müssen, vor allem wenn man nicht Geld beschenkt hat, würde das außer Kraft setzen. Ja, es ist so. So wie Sie das jetzt formuliert haben, ist es natürlich, kann man es gar nicht diskutieren. Es ist einfach ein Werturteil. Das Einzige, was ich Ihnen vorschlagen könnte, sprechen Sie mit meinem Bruder, der ist Psychoanalytiker. Das Grundeinkommen wird noch viele hitzige Debatten auslösen. Ja, doch, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden. Ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir im Jahr tatsächlich eine Volksinitiative lancieren. Ich freue mich sehr. Es war ein toller Tag. Daniel Hani verfolgt sein Ziel in kleinen Schritten. Das Grundeinkommen, zurzeit noch eine Utopie. Ein Grundeinkommen für alle. Was halten Sie von dieser Idee? Schreiben Sie uns Ihre Meinung im Forum auf unserer Internetseite eco.sf.tv. Dort finden Sie auch kontroverse Interviews zum Thema, unter anderem mit Klaus Wellershoff und Roger Köppel. Ein Grundeinkommen für alle, das klingt für viele außergewöhnlich. Es gibt aber ein kleines Dorf